Herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit, der Indigo Prophecy Remastered Edition. Wir sollen uns hier mit unserem Bruder Marcus treffen, der ein ehemaliger Priester ist. Und ich habe keine Ahnung, wo er genau steht. Er steht bei irgendeiner Statue, so viel sei gesagt. Ah, da vorne. Das da ist Marcus. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist's her. 2 Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich habe jemand getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen, in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Handgelenk. Und schau her, hier. Warst du das? Vor dem Mord ritzte ich mir mit einem Messer diese Symbole in die Arme. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Dieser Mord. Was ist denn genau passiert? Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts, bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Gab es Zeugen? Hat dich jemand gesehen? Vermutlich. Ich verließ das Restaurant so schnell ich konnte. Die Polizei hat mich anscheinend noch nicht identifiziert. Aber sie dürfte wohl bald meine Fährte aufnehmen. Du sprachst von einer Art Trance. Was meinst du denn damit? Etwa Magie? Hexerei oder sowas? Oder sowas. Markus, ich meine gar nichts. Ich erzähl dir nur, was geschehen ist. Ich weiß nur eins ganz genau. Ich bin in Wahrheit nicht derjenige, der den Mann getötet hat. Während dieser schrecklichen Tat sah ich etwas oder eher jemanden. War jemand bei dir? Nein, es war wie eine Art Vision. Ich sah einen Mann umgeben von Hunderten von Kerzen und dann dieses Mädchen. Ich muss dir noch was sagen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber seit dem Mord habe ich so eine Art Vorahnung, als sehe ich Dinge, die sich erst noch ereignen. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich am besten, Markus. Hilf mir. Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht solltest du... Du solltest vielleicht alles der Polizei erklären, Lukas. Stell dich lieber, bevor sie dich finden. Du glaubst doch nicht im Ernst, die Polizei nimmt mir das ab. Die stecken mich für den Rest meiner Tage ins Gefängnis und ich werde nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Auf alle Fälle. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas, verlange nicht von mir, zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst antworten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Glaube? Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube. Trotzdem nehmen wir's. Ein Leben haben wir dazu. Das gibt Lebenspunkte? Ach, toll, dass wir das jetzt auch erfahren. Man kriegt, also so funktioniert das im echten Leben auch. Man nimmt ein religiöses Symbol an und man erhält einen Lebenspunkt. Oh oh, wir haben schon wieder eine Mission. Eine Mission! Nein! Das Kind! Nein! Es fällt ins Wasser! Es stirbt! Wir retten das Kind! Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Was mache ich bloß? Ja, wir retten trotzdem das Kind. Achso, ja. Tap, 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 tap.
Da ist er. Er ist bewusstlos. Schnell. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Komm. Schließlich sind wir ja noch immer der Gute. Komm. Achso, ja, hier müssen wir auch noch raus. Aufstehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Patrouille 324. Ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt. Mann, tät nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held. Er sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind da nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quitt. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln. Oder von einem Gespenst überrascht zu werden. Naja, das passiert vielleicht trotzdem noch weiterhin. So, wir können jetzt Lucas Kane spielen in der New York Bank. Wir können Carla Valenti spielen im Leichenschauhaus. Oder wir spielen Tyler Miles in der Polizeiwache. New York Bank. Wir haben anscheinend doch in den Spiegel gesehen und uns doch geekelt. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht, wogegen. Aber auf alle Fälle geht es uns mittlerweile schon bedeutend besser. Wir haben zwar immer noch die nassen Klamotten an. Da hinten sind wieder Bonus-Credits. Ja, da im Spiegel gesehen. Yeah, wieder 10 weitere Bonus-Credits. So. Ob ich nachher die Bonus-Credits wirklich für alles angucken kann und euch alles später nach dem Ende des Spiels zeigen kann, hängt auch davon natürlich ab, wie es mit den Rechten aussieht. Ich wurde da von der guten Meduselchen schon gewarnt, dass es da eventuell... Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Dass es da trotzdem zu dem ein oder anderen Content-Treffer eventuell kommen könnte, und die werde ich dann natürlich dann nicht zeigen. Ich will wissen, was das für ein roter Punkt da hinten ist. Was bist du für ein roter Punkt? Ist das mein Büro? Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nasum & Jones Bank. Ich teile mein Büro mit... Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Wow, so ein Computer will ich auch haben. Auf die Plätze. Gescheitert. Ich weiß ja nicht mehr, was ich mache. Nochmal. Murderer. Lucas? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. So, nochmal. Okay, doch nicht. Dann
hier. Oh, Telefon. Hallo? Lucas Kane? Hallo, Lucas. Hallo, Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Passt es dir heute Abend? Ja, natürlich. Ja. Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lucas? Ich muss Schluss machen, ich hab zu tun. Tschüss. Ich habe die ganze Zeit auf den falschen Knopf versucht zu drücken. Und mich nicht wundern, warum der antwortet. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Okay. Super, yeah! Pass auf, die Tasse. Ah, okay, jedes Mal, wenn das kommt, haben wir eine Vision. Lukas, stimmt was nicht? Nein, ich dachte nur, es kam mir so wirklich vor. Ich sah die Tasse fallen. Oh je, wir können in die Zukunft gucken. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Da. Es war genau so, wie ich es gesehen hatte. Sag mal da. Mit den Bullen in der Wohnung. Kann es sein, dass ich Dinge sehe, bevor sie sich zutragen? Tiffany und ich. Dürfte vor 2 Jahren gewesen sein. Ich hab's einfach noch nicht wegwerfen können. Was haben wir da? Kreuz? Leben plus 1. Wir haben ein zweites Kreuz. Okay, nochmal kurz den Computer auschecken. Okay, das war's. Wir stehen auf. Die 62. Ah, dahin. Okay. Ja, wir sind die schnellen Kuriere. Wir rennen sogar zu deinem Arbeitsplatz. Lalalalalalala. Yep. Tup. Hier lang. Da und hier. Nein! Oh! Ei! Was war denn das? Ah, mit dem Werkzeug. Mhm. Holt den Engländer raus. Wir müssen einen Computer reparieren. Die Rohrzange. Oh mein Gott. Bewegung. Ja. Nein! Lass mich los! Ich will auch nur den Computer reparieren! Sowas passiert mir auch jeden Morgen, wenn ich meinen Kaffee noch nicht hatte. Au! Auf die Plätze. Nochmal. Nein! Oh doch, oh Gott.
Ich krieg von der Action gar nichts mit. Ich muss mich so auf die Knöpfe konzentrieren. Ich muss mir das, gut, dass ich das aufnehme. Nein, wir sterben. Oh Gott, jetzt kommt hier noch ein Zombie. Eine zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. No! No! Lukas? Lukas, was ist los? Ah! Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Oh je. So, in der nächsten Folge werden wir dann mit Clara spielen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao.